Ja, herzlich willkommen zum Opening Türchen Nummer 17 der drei Adventskalender Hecht und Barsch, Zeck Fishing und Askari, die limitierte Auflage 2023. Ich habe wie immer die Türchen schon mal rausgeholt, vorbereitet. Der Bau der Zentrale geht voran. Ich bin noch nicht ganz fertig, deswegen nochmal heute hier. So, let's go, starten wir hier, Türchen Nummer 17. Gestern war ein Hookhool da dran, heute ist wieder ein Tool drin. Und zwar, was ich glaube zum Teigkneten, also das ist fürs Friedfischangeln, wenn ich auf Messetfieder oder mit Messetfieder angel, ist eine weiches Plastik-Silikonform. Dort tue ich mein Futter rein mit meinem Dumble oder mit meinem Hakenköder, drück das Bleigewicht da drauf, ich kann es rausholen und habe so eine Art Schildkröte, wo sich das Futter dann am Grund auflöst. Aber nette Sache, aber da gibt es, glaube ich, bessere, aber sei es dahingestellt. Türchen Nummer 17, Firma Zeck. Gleiche Verpackung wie gestern. Ich denke aber mal diesmal ein Hardbait. Und jawohl, wir haben hier ein Hardbait. Den Rogue Runner Bluegill. Nicht UV-aktiv. 20 Gramm. Ja, die Farbe kenne ich so noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es eine Sonderfarbe ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Man kennt den Rogue Runner. Absoluter Searchbait für Barsch. Und ich glaube, mit den 20 Gramm in der Größe ist das auch schon ein Hechtköder, kann man sagen. Zander gehen auch drauf. Hier bei uns im Ort, im Hafen, haben einige einen Zander damit schon gefangen. Beim Abschicken der Spundwand. Ja, wollen wir mal gucken, kriege ich ihn so heile raus hier. Ohne mich zu verletzen. Wenn wir uns die Farbe nochmal vernünftig angucken. Ja, das ist immer so eine Sache mit den Verpackungen. Aber da ist er. Schönes goldenes Schaufelblatt. Er ist wirklich nicht UV-aktiv. Nein. Könnt ihr sehen, nichts. Ja, goldenes großes Schaufelblatt macht ordentlich Rabatz. Stabiler Drilling. Einhänger und dann auch der Einhänger mit den Springringen, absolut stabil, mit den neuen Augen schon. Ein goldener Bauch oder beziehungsweise ein lilafarbenen, glitzernden oder schimmernden Bauch. Hier so ein paar Barschflecken dran. Ja, ich würde sagen, schöner Köder. 20 Gramm, da kommt man auch schnell mit auf Tiefe, wenn das Gewässer doch ein bisschen tiefer ist. Aber wie gesagt, ich hatte da schon mal was in meinen anderen Videos gesagt. Ihr könnt diesen Köder auch in jeder anderen Tiefe fischen. Ist immer eine Einholgeschwindigkeitssache. So, oh, Entschuldigung, das hat wieder geklappert. Etwas leichteres Paket. Mal gucken, es ist kein Aftershave. Ich muss gucken, wo der ist. Oha! Von Rapala. Was haben wir da? Easy Casting. NFCS minus 3, die X Light Series, absoluter Ultralight Köter, den Crank 03 Shallow Running in Christmas exklusiv White Tiger Farbe. Gucken, ob wir ihn rauskriegen. Das dürfte bei Rapala immer wenig Probleme geben. Die Verpackung mag ich. Schöner kleiner Köter. Lege ich mal hier hin. Er hat eine Lauftiefe. Wo steht hier auch eine Lauftiefe? White Tiger, Shallow Running. Naja, Flachläufer auf jeden Fall. Eine Tiefe steht hier auch gar nicht so wirklich drauf. Doch hier oben. Entschuldigung. Er hat eine Lauftiefe von 0,9 bis 1,20 Meter. Er ist 3,5 cm lang und 4 Gramm schwer. Er hat UV-aktiven Bauch oder beziehungsweise einen Angriffspunkt. Hier unten steht das auch nochmal drauf. FNCS03.
Ich denke mal, die 03 steht für 3,5 cm, keine Ahnung. Schöner Barschköder, Forellenköder, wo ihr mit Drillinge angeln dürft. Er hat Rasseln. Ja, ich würde sagen, wieder ein super Türchen. Das soll es gewesen sein. Erstmal ein super Türchen. Drei Sachen. Einmal fürs Friedfischangeln zum Futter anreichen, darreichen. Und zwei Barschköder bzw. Forellenköder, Rapfenköder. Ich würde sagen, super. Lasst uns, oder beziehungsweise ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zum Türchen Nummer 18. Bleibt gesund, euer Stefan.